Oh, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part der PFRNC. Wir sind hier auf Route 14, wollen da in das hohe Gras, um noch ein Pokémon zu fangen. Und so weiß ich, ob wir auf Route 14 sind. Ja, Route 13, Route 14. Letzte Pokémon haben wir definitiv auf Route 13 gefangen. Und wer weiß, was wir da Feines kriegen. Ah ja, wir haben kein Pokémon gerade, das Zerschneider kann. Das habe ich nicht ganz bedacht. Aber Hubbelhof müsste ja Zerschneider. Nicht. Okay. Sumpfralle halt. Soll mir erstmal recht sein. Knochenbrand, Milchgetränk, Sandwirbel kann weg. Zugegeben, nicht optimal. Aber es geht schon. Ist schon okay so. Ja, ich möchte das Schneider einsetzen. So, den Trainer möchte ich mich ganz gerne erst auf den Weg nach unten kümmern. Klappt sogar. Sehr nice. Ja. Dann schauen wir doch mal, was es hier Feines gibt. Auf Route 14. Ich notiere. Ich gucke nicht hin. Wie das letzte Mal. Das kam aber bekannt vor. Das kam mir selber. Das ist ein Smogon. Level 22 Smogon. Was soll denn mit ja, wurde mal effektiv gegen Gift, aber das war ganz Schwebe, ja, war was. 22 Schaden kriegen wir ab. Jetzt Schnapper. Gut, wurde nicht vergiftet. Setzt noch einen Schnapper ein und geht daneben. Geht die Attacke einfach daneben? Kann ja wohl nicht wahr sein. Kann die Attacke es wagen, daneben zu gehen? Ich meine, wo sind wir denn hier? Wir haben übrigens noch 30 Patränke. Ist das cool? Ein bisschen. Jedenfalls. Nicht sehr effektiv. Natürlich. Ja, das tut jetzt wieder weh. Ah, geht. Morgan wurde vom Schnapper befreit. Okay. Den Giftzahn. Na komm. Fangen wollen wir es natürlich trotzdem. Ich meine, Smogon ist jetzt kein wirklicher Teamkandidat. Aber was wir haben, das haben wir. Das Smogon wird einem Eintrag im Pokédex angelegt. Jawohl, möchte ich. Und du heißt ab sofort Giftkugel. Oder Giftball? Giftball klingt ein bisschen wie Sportart. Eine Sportart. Ne, wir kommen mit Giftkugel. Gell. Alles klar, dann Pokémon. Interessant. Sehr, sehr interessant. Ich könnte Tränke sparen. Gegen Gift. Ich meine, wenn wir jetzt sagen, mit Milchgetränk kannst du auch Fünfchen noch heilen, das sind 5 KP. Kostet dich ein bisschen mehr, aber ist okay. Wenn wir jetzt einen Supertrank geben, müssen wir nicht überall Tränke hinnehmen. Das ist okay, das ist ganz cool. So, machen wir hier eben fix ein, zwei Kämpfe, damit du vielleicht auch ein Level abprobierst, Sumpfralle. Nicht unbedingt ein Smogon. Was haben wir noch? Das ist Granbull.
und ins Mubul. Noch die kleine. Jetzt einfach mal nochmal an ins Gesicht. Zwei Trepper. Donner! Alter! Eine passiert mir bei Elektroattacken nichts. Damit habe ich nicht gerechnet. So, Level 22. Können wir noch mal ganz kurz gucken, was ist hier noch so gut. Aber ich glaube, so wesentlich haben wir gesehen. Mach Cholo. Unten gegen Kampf. Ich glaube nicht, ne? Na, so das war. Okay, gehen wir weiter und warten noch Trainer. Das ist zum Training, glaube ich, ein bisschen effektiver. Und wir treffen hier noch auf ein Feuer-Pokémon. Sehr gut, ich brauche einen Zeitvertreib. Okay. Ein Mirapler. Ja, Level 28, immerhin. Könnte aber auch schon ein Duflor sein. Oder sollte eigentlich schon ein Duflor sein. Obstole. Du agierst ja momentan eher als Flug- als Pflanzen-Pokémon. Was eigentlich nicht so geplant war. Für den Moment aber durchaus okay ist. Ich hoffe einfach, du lernst relativ fix eine bessere Pflanzenattacke als Rankenhieb. Fauna-Statue. Naja, nicht sehr effektiv. Haut aber mit 30 rein. Mirapla muss ich aufladen. Sehr effektiv. Als nächstes kommt Nebula. Okay, wir wechseln auf Sumpfralle. Und dann auf welche? Weil nämlich wir das können. Jawohl. Jetzt sagt der Wegsperre. Können wir nicht. Das wäre richtig arschig. Lambert ist effektiv, natürlich. Vergiftet. Warum auch nicht? Gift ist doch toll. Ball, ja. Bam, weg damit. Was? Ah ja, komm schon, Nebula. Das ist nicht dein Ernst jetzt. Ach, Volltreffer. Nicht sehr effektiv und jetzt hau ab. Tschüss. Weg. Oh, noch 85. Und nächstes Blut. Kommt ein Blutzug. Blut gegen Käfer ist jetzt nicht so sonderlich effektiv. Aber du wolltest auch eine EP abgreifen. Na, du auch vergiftet? Na, sehr gut. Das ist sehr effektiv. Ja, ich hab dich besiegt. Mann, Mann, Mann. Bist du eine Flasche. So. Bällchen könnte vielleicht noch ein bisschen Heilung gebrauchen. Ach, komm schon, ich will auf den Beutel, verdammt. Halt, wenn man schon immer ein bisschen schneller ist. Ich muss noch eigentlich mal die Nase putzen. Die sind gerade Supertränke ausgegangen, ne? Aber interessant. Dann machen wir den erstmal. Los, los! Lass uns kämpfen! Auf in den Kampf! Los! Hm.
Mallory, wie männlich. Gegner hat es ist leveltechnisch jetzt so dicht dran, dass ich unter Umständen sogar Rumpfsumpfhalle mal kämpfen lassen würde. Aber erst einmal kümmern wir uns um Schuppet. Ja, Sibiris, das kriegt glaube ich. Sumpfi keine EP mehr. Was ziemlich ätzend ist. Spezialverteidigung von Zubirisch ist gesunken. Was? Übernahme? What the fuck? Was? Nein! Blödes Scheißvieh. Wer kann denn damit rechnen? Das ist unfair. Das ist fies. Ah, Mann. Haut er mir den Abgangsbund um die Ohren. Memo an mich. Nuzlocke war eine scheiß Idee. Nuzlocke war eine richtige scheiß Idee von mir. Oh Mann. Abgangsbund, ey. Solche Attacken hätte ich mir eine Sonderregelungen einfallen lassen müssen, aber jetzt vielleicht ein bisschen spät dafür. Zwirrlicht. Nö, ich will den nur noch loswerden gerade. Ich bin gerade ein bisschen. Nur ein bisschen. Ja, ich bin nicht gerne gefressen. Natürlich ärgert es mich. Gerade wegen dem Spukball. Um den Drachen angriffen. Aber. So sind die Regeln, ich wollte es ja so. Von daher. Ne, ich bericht. Da geht's mal wieder nach Lavandia. Wir müssen uns mal wieder von einem unserer Partner trennen. Ba, ba, ba. Eine Heilung kriegt er natürlich noch mit. Bam, 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 bam. Doch, eigentlich ärgert es mich sogar sehr. Items nehmen, das ist so einfach das Open nur getragen. Bild PC. Pokémon bewegen. Team Pokémon. Hm? Ein Spielchen. Mein 13. Verlust. Voll hart. Also dafür müsste ich fast einen Nidoking schon mitnehmen, ne? Aber Nidoking ist ja nun jetzt so weit weg. Bin ich ja nur noch am Nachtrainieren. Natürlich nehme ich mit Diktree ein Boden-Pokémon mit.
Ja, komm. Machen wir denn hier jetzt absetzen. Tausche Turtle. Jetzt haben wir natürlich wieder zwei Pokémon mit Zerschneider dabei. Attacken verlernen, aber glaube ich auf der Zinnoberinsel, ne? Natürlich auch noch ein Stück weit weg. Bam, bam, bam. Badabam, badadadada. Ich überlege gerade, wie ich das Fahrrad mal gefühlt. Ich meine, ich brauch's nicht. Ich arbeite direkt gerne mit dem Turbo-Treter, damit ich eigentlich schnell genug mit. Ich glaube sogar genauso schnell wie mit dem Fahrrad. Von daher ist das Fahrrad eigentlich. Ja, nur. Ja, doch, ich hätte mir das Fahrrad geholt. Weil ich ja eigentlich auf dem Rad gehen wollte. Aber das ist jetzt halt auch wirklich das Einzige, wo das Fahrrad wirklich sinnvoll noch ist, oder? Der Radweg. Ich glaube, in der Sackgasse. Dann. Ach, Mensch, Bällchen. Rip in Pieces, was? Ja. Ja, lass mich da durch. So, hatten wir schon das Vergnügen? Nein, anscheinend nicht. Pokémon Cup. Cool. Leg los, Balk. Was hast du denn beides? Anno, gut. Ich muss gerade ganz ehrlich sagen, ich habe keine Schimmer, was Anno jetzt ist. Tränen. Wahrscheinlich Wasserschein oder so eine Schätzigkeit sein. 50 Schaden wirklich. Eieiei. Leitteiler, was? Dass jetzt irgendwie Fünkchen kriegt den gleichen Schaden wie der Anorit. Lilip ist ein Pflanzen-Pokémon, das bin ich mir jetzt sicher. Deswegen darf wirklich Hunde das machen. Wirklich Hunde! So, die Hunde! Sagen. Aber das holt auch schnell auf Schillock und. Und Lobok. Walzer, dammit. Okay. Walzer ist eine ziemlich heftige Attacke. Warum? Also. Eigentlich erst mit der Zeit. Deswegen ich mich gerade frage, warum die Hammer das jetzt so heftig Schaden davon getragen hat. Okay, Tunja. Ich habe keine Supertränke mehr. Das ist ein bisschen mein Problem gerade. Also müsste eigentlich nochmal losgehen und irgendwas kaufen. Ich klammer Luki das mal ein bisschen aus. Habe ich noch irgendwas anderes zum Heilen? Bierensaft. Mag eigentlich die bitteren Sachen nicht geben. Mir Tankwurzel mag eigentlich nicht geben. Deswegen gehen wir einfach weiter. Schauen wir mal, was hier noch so kommt. Wir kommen öfter her, weil es hier so unglaublich viel Platz gibt. Also braucht ihr mit euren Bikes wahrscheinlich auch. Tarnhelm.
Stahlpsycho? I think so. Psycho wäre natürlich effektiv gegen Kampf. Feuer allerdings ist effektiv gegen Stahl. Von daher schätze ich, der Punkt geht an mich. Und mein Pünktchen. Scherox. Möchte nicht wechseln. Scherox ist ziemlich fett. Ziemlich fetter Käfer. Stahlkäfer. Nee, Scherox ist cool. Scherox ist eins der genialsten Pokémon, die ich kenne. Sehe ich auch immer noch irgendwo hoffe, dass immer man sich nur über den Weg läuft. Okay. Den Bereich haben wir dann soweit. Und hier haben wir schon. Das ist der nächste, wa? Ey, du. Ich will nicht unbedingt, aber lass uns dennoch kämpfen. Wenn du nicht kämpfen willst, dann lass es doch, Kollege. Bin nicht drauf angewiesen. Pfiffi. Der Unterschied ist ein bisschen riskant. Naja, aber ich glaube, das wird Sumpfralle für sich entscheiden. Der zweite Schnapper sitzt auch sehr gut. Fuhaido. Unlichtwasser. Drückt er mir einfach mal 60 Damage rein. Hydro-Pump ist mal heftig gefährlich. Okay. Luftstoß zieht auf jeden Fall mal ganz gut. Normal. Ich wollte eigentlich nichts an der Sache hier ändern, oder? Nein. Volltreffer, Tohaido geht down. Und wir teilen uns die EP wieder komplett durchs Team. Sumpfhalle erreicht Level 24. Ich wusste, ich würde verlieren. Ja, aber mit der Einstellung hätte ich dir das auch von vornherein sagen können. Ja, ich möchte den Zerschneider hier einsetzen. Kann ich hier abkürzen? Gute 15. Bitch. Ich kann ja auf jeden Fall kämpfen, das muss ich gerade ehrlich gesagt vermeiden. Finster aus. Ich möchte jetzt erst ein Punkt hier oben. Erst einmal der Fuchsalia City Edition. Zack, wieder abgelenkt. Splatter-Detektor. 50 Pokémon, das habe ich nicht. Der EP-Teiler meine ich da. Da ist 22 verschiedene Pokémon gefangen. Ich müsste eigentlich mal den ganzen Kram in der Box trainieren. Wenn es nach mir geht, würde ich eigentlich auch die ganzen Pokémon, die nicht mehr unter uns sind, zumindest aufs Maximum entwickeln. On- oder Offscreen spielt dabei keine Rolle. Einfach nur, um den Pokédex ein bisschen zu füllen.
den EP-Teiler zu bekommen. Immer noch nicht mehr die Hälfte. So, also ist unser Team erstmal wieder fit. Ich weiß gerade nicht, wo der Sunnest City Supermarkt ist. Ah ja, hier oben. Ne, das ist die Arena. Da oben. Ah. Ja, 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 ja. Lass mich. Lass mich durch da. Gib mir Superwelle, Hyperwelle. Hyperwelle. Ja, Mann. 20 bitte. Yes, please. So. Und Superschenkel. 20 Stück bitte. Yes, please. Hyperheiler. 10 Stück. Oh, 20. Yes, please. Top-Schutz. 19 Stück. Yes, please. Alles klar. Jetzt geht's mir besser. Ich habe die ganze Zeit über während dieser Aufnahme nicht einen Timer gestellt, ne? So großartig. So schlau. Der schlauste Mensch der Welt. Keine Ahnung, wie lange der Part schon geht. Ich werde noch ein paar Kämpfe machen. Ich darf gute 15 noch ein Pokémon fangen. Hab ich noch eins? Hab ich noch gute 15? Ich wüsste nicht, wenn ich schon auf gute 15 gewesen wäre, ne? Genau. Und ich möchte wieder nicht hingucken, bis ich es aufgeschrieben habe. Der Sound hat mir erstmal nichts. Wingull. Ja. Ganz ehrlich. Ja, doch, für den Pokédex möchte ich es eigentlich schon haben. Hier, das ist nicht der Bulli. Ich glaube, Wingard bräuchte auch nicht langsam lange, um sich zu einem Pilipper zu entwickeln. Allein aus diesem Grunde wäre Wingull auf jeden Fall schon mal ein interessantes Pokémon. Einfach um den Pokédex zu füllen. Und einmal noch. Ist auch noch ein Volltreffer. Das könnte ganz schön eng werden. Let's try a Hyperball. Sollte eigentlich einfacher fangen werden. Ja, wir nennen dich Möwen. Ich hab kurz überlegt, ob ich es Möwenpick nenne, aber jetzt gibt es wahrscheinlich wieder Ärger wegen Product Placement oder sowas. Möchtest du mit meinem Pokémon spielen? Ich möchte was ganz anderes an dir spielen, Kleine. Oh, nee, Moment, du heißt Cristiano, lassen wir das. Ein Voltschlamm. Interessantes Matchup. Oh. Sumpfralle regelt. Du legst dich nicht mit Sumpfralle an. Lampi. Lampi war Wasser Elektro. Ja.
Ja, auch noch sehr effektiv. Du heilst dich ein bisschen mit deiner Vitalglocke. Oder auch nicht. Und mach was zum Schneider. Zack. Und ein Plusle. Jetzt kann Sumpfralle halt mal richtig auftrumpfen. Plusle hält was aus. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht. So. Reicht für Level 25? Es reicht für Level 25. Sandgrab. Wollen wir mal schauen. Das ist halt wieder eine Bodenattacke. Nö. Was brauchen wir nicht? So. Und zack. Wenn du falsch kommst. Ja, nur egal. Überlege gerade, wie ich denn vorgehe, wenn ich diese Tür abgeschlossen habe. Beziehungsweise in der Safari-Zone war. Mache ich dann erst die andere Seite, sprich den Radweg. Bodenattacke auf Vogel-Pokémon. Oder mache ich dann erst die Arena? Ich bin ziemlich unschlüssig gerade. Hier, Schnapper. Komm her, Luki. Mach doch mal. Regel's mal. Ja, dann Spezialverteidigungsstein. Ist mir egal. Dann nehme ich trotzdem einfach weg. Voll krass. Noch ein Naki. Hast du jetzt echt vier Natus? Oder willst du mich nur scrollen? Sowas finde ich dann sehr anstrengend. Wenn der Gegner viermal das gleiche Pokémon hat und dann am besten eine unentwickelte Form. Ein Inkognito. Zuletzt immer gegen Mediti eingesetzt. Das war die Hupfdohle, ne? Mediti. Luftschuss. Wie Patamon sagen würde. Luftschuss! Was? Kreuz. Boah, jetzt 20 Schaden, Volltreffer. Hat sich hier richtig gelohnt, Mediti. Hat sich richtig gelohnt. Mit deinem Knoblauch auf dem Kopf. Zack. Knoblauch reicht Level 27. Lern doch was. Komm, rasieren wir. Nö. Warum auch? Alles gut, wie es ist. Oh, aber es entwickelt sich. Ist natürlich auch cool. Ja, bap, bap, bap.
Dein Hupfdohle wurde zu Papunga. Kommt aber nicht auf die Idee, trotzdem was zu lernen, ne? Saugen. Bricht. So, wollen wir mal kurz reingucken. Keine Wettereffekte. Okay. Defensivwerte sind bescheiden. So, kurz ein super Ball. Super Trank. Für Sumpfralle. Das ist schlimm, aber ich weiß, wie lang der Part ist. Ich mach jetzt einfach die Route hier fertig. Ist mir egal, wie lang der Part ist. Und wenn ihr eine Stunde habt, ist mir das aufregt. Naja, ich glaube, die sind Stunde ist. Rossana, hallo. War Rossana schon immer blond? Ich weiß es gerade wirklich nicht. Ganz schwer. Ja, mach mal. Schon okay. Aua, aua, aua. Ah. Au. Ein Seemopsch. Bleh. Einfach mal lupen. Ich hoffe, dass wir das One-Hitten. Ich weiß nicht, Wassereis ist halt eine fiese Kombination. Schnepke. Ich weiß gar nicht, was Schnepke war. Ach, du warst Schnepke, ja. Ich habe jedes Mal wieder überlegt. So, da reicht noch nicht Level 30. Baba. Wunderbar, dann kann ich gleich ausprobieren, wie gut die Pokémon sind, die ich getauscht habe. Denn nicht, dass hier jetzt auch ein Pokémon hat, das faulenzt, ne? Das versuche ich. Voll die Regel faulenzt. Gut. Feuerkamm. Okay, Feuerwege hat er also auch. Grunduster, drei Feuer-Pokémon. War nicht ganz risikolos, jetzt weiterzumachen. Sehr gut, Level 26. Feuerriegel. Nein, wir möchten nicht wechseln. Wir gönnen uns ein Milchgetränk. Dann machen wir Schnapper. Sehr effektiv. Bei dieser Faulenz. Das ist super. Scheint bei Feuerriegel hier in dem Spielmodus üblich zu sein. Wir wechseln auch mit für Hundus da. Das war gut. Hopp, hopp. Das ist natürlich großartig, wenn Sumpfralle nicht ausgewechselt werden muss. Ich trainiere Pokémon, weil ich alleine lebe. Ja, weiß ich nicht, ob das so gut ist oder so schlecht ist für dich, ne? Mädel. Vogel.
Naja, probieren wir mal noch mal ran. Mal gucken, was das für Vogel ist. Winterstrahl. Ein Volltreffer und Motore muss ich erstmal regenerieren. Das heißt, ich mit Schild auf Luki Tsune wechseln. Luki Tsune! Und dann zum Flammenwurf ansetzen. Was ausreichen sollte, um Butogel in seinen Pokéball zu verbannen. Butogel wurde mit dem Luftball erreicht Level 27. Luki Tsune erreicht Level 30. Und wir wechseln nicht. Kalpel ist auch nur so Feuer, so ein Eisvieh. Ne? Ja. Very effektiv. Eifel wurde bewegt. So hast du das nicht vorgestellt? Ich mir schon. So, 27. Endlich mal eine ganz brauchbare Ausgangssituation wieder. Ich gedacht, dass ich die Level so schnell wieder einigermaßen angegriffen kriege. Oh, immer noch so viele. Du bist ein schlaues Kind. Und das kannst du so beeinflussen, indem du mich einfach auf der Straße anklatscht. Du bist ja komisch drauf. Dann bringen wir die Hupfkohle gegen die Rattler. Fliegen. Ah, Kacke! Nicht sehr effektiv, aber für Chillen. Miraplan müssen wir erst regenerieren, aber ich glaube, das wird jetzt gar nicht kommen. Bäh. Bisakloss. Wir möchten nicht wechseln. Und erstmal Luftstoß. Volltreffer. Sehr gut. Alles richtig gemacht. Alles gefixt, gar kein Problem. So. Wir sind Muni, die wir hier kriegen, ne? Big Monkey, einer noch. Und dann läufst du zu dem rüber und dann kommt halt noch einer. Okay, den macht halt auch noch. Das ist halt noch einer. Und danach kommt halt noch einer. Irgendwann muss ich halt doch mal Schuss machen. Oh ja, Gumanda lässt es regnen, das ist schön. Finde ich super von dem Gumanda. Wow. Lässt euch mein Schnapper nicht instant down. Ja komm, ein Zerschneider. Wahrscheinlich direkt machen wollen, dann ist mir direkt umgefallen. Ein Vulpix. Es regnet weiter. Wir setzen einen Schnapper ein. Jawohl. Volltreffer. Vulpix hat nicht viel zu lachen. Flamara. Flamara wird wahrscheinlich der härteste von den dreien. Aber wir machen die Dinge hier mal nicht scheu, die Pferde. Flammrad. Oh ja. Ja. Na gut, okay, es regnet, ne? Halbiert das wieso schon mal die Feuerattacke. Doch, der Schnapper war ein Volltreffer. Easy win. Level 28 für unsere Sumpfralle. Hallo? Was geht? Die Sumpfralle ist also, glaube ich, wieder so ein extremer Schnellleveler. Was ich wirklich gut finde. Wir packen dann den Knoten in die Spitze und der nächste. Und danach sehe ich zumindest erstmal keinen mehr.
muss ich aber mal schauen, wie es dann hinterher weitergeht. Ja, nicht zu früh freuen. Ein Nebulak. Ja, aber damit mit Klonen überhaupt nichts zu lachen. Das muss schon schnell erledigen. Geister werden einfach niedergebrannt. Spezialverteidigung von Fünkchen sinkt. Alles gefixt, ach, kein Problem. Und Flambo. Weg damit. Sowas möchte ich mich nicht lange aufhalten. Das passt wunderbar. Es ist Smogon. Smogon ist ein Gift-Pokémon. Toten oder Psycho? Smogon hat Schwebebuff. Smogon ist immun gegen Bodenattacken. Von daher, Psycho-Attacken haben wir nicht. Greifen wir aufs Feuer zurück. Passt. Satzenia, was haben wir denn da? Hupfkohle, Lukitune. Komm, Hupfkohle. Pflanze gegen Pflanze sozusagen. Wir fliegen. Was macht Satzenia? Risikodecke. Netter Versuch. Ah, reicht nicht ganz. Alles klar, da kommt ein Solarstrahl, deswegen fliegen wir. Gleich nochmal. Der Solarstrahl geht einfach mal vollends daneben. Unser Zehnja ist die Geschichte. Tschüss, Nap-Nap. Hupfkohle hat Level 28. 4 HP, 2 Angriff. Ja. Smogon. Ja, natürlich möchten wir wechseln. Weil wir schon keinen Typenvorteil haben. Das ist eben den Levelvorteil. Ich erwähne es einfach immer wieder gerne. Pop! Ein Volltreffer! Und zu guter Letzt ein Miraplan. Pflanzering über Boden ist effektiv. Boden also nicht die beste Wahl. Ja, komm, Hupfkohle. Gönn dir, würde ich sagen. Gönn dir. Mach mal Luftstoß. Wir haben aber besiegt, Hupfkohle, PPP und Kensi ist besiegt. Voll erwischt, sagt er. Voll erwischt. Und ein Tata. Ich habe ihn voll erwischt. So, dann sind wir hier unten so weit. Ui, ich dachte, die Mädels haben mich auch noch nicht gekämpft. Das hebe ich mir auch für den nächsten Part auf. Bis dahin, tschüss und ciao, ciao.